Das ist Tina. Zusammen mit ihren Eltern. Auf alle drei kommt in etwa 4 Wochen ein ganz besonderes Ereignis zu. Tina bekommt ein Schwesterchen. Ihre Mutter ist schwanger. Um zu verstehen, was Schwangersein bedeutet, müssen wir uns die Fortpflanzungsorgane im Bauch einer Frau einmal genauer anschauen. Dazu gehören die Scheide, die Gebärmutter und die beiden Eileiter mit den Eierstöcken. In jeweils einem der beiden Eierstöcke reift etwa alle 28 Tage eine Eizelle heran. Beim sogenannten Eisprung wird sie aus dem Eierstock ausgestoßen. Mit seinen fingerartigen Ausläufern nimmt der Eileiter die Eizelle in Empfang. In ihm wandert sie zur Gebärmutter. Wird diese Eizelle in den nächsten 24 Stunden nicht durch eine männliche Keimzelle, ein sogenanntes Spermium, befruchtet, stirbt sie ab. Mit der nächsten Monatsblutung beginnt ein neuer Zyklus. Wenn sich jedoch um die Zeit des Eisprungs Mann und Frau geschlechtlich vereinigen, begeben sich mit der männlichen Samenflüssigkeit viele Millionen Spermien auf die Reise, in einer Art Wettrennen zur weiblichen Eizelle. Dabei hilft ihnen ihr Schwanz, mit dem sie sich schlängelnd fortbewegen. Durch die Scheide, in die Gebärmutter, hinein in die Eileiter. Auf ihrem Weg durch die Scheide gelangen sie zum sogenannten Muttermund, dem Eingang zur Gebärmutter. Mit einer Geschwindigkeit von bis zu 20 cm pro Stunde wandern sie durch die Gebärmutter hindurch und schließlich in den Eileiter hinein. Viele Falten und Fältchen kleiden seine Innenwände aus. Von den vielen Millionen Spermien gelangen nur einige hundert ans Ziel. Zur weiblichen Eizelle, die sich von der anderen Seite des Eileiters annähert. Männliche Keimzellen und die weibliche Eizelle bewegen sich also aufeinander zu. Irgendwann sind sie sich so nahe gekommen, dass sich die Spermien um die Eizelle herum anordnen und versuchen, in sie einzudringen. Dies gelingt aber nur einer einzigen von ihnen. Ist der Kopf, in dem die gesamte Erbinformation des Vaters enthalten ist, in der Eizelle verschwunden, wirft das Spermium den Schwanzfaden ab. Es braucht ihn nicht mehr. Sofort ändert sich die Zusammensetzung der Eihülle, damit keine weiteren Spermien eindringen können. In der Eizelle verschmelzen weiblicher und männlicher Kern miteinander. Der Zellkern mit dem Bauplan für den neuen Menschen ist entstanden. Diese erste Zelle des neuen Lebens wird sich von nun an fortlaufend teilen. Dabei wandert der Keim, wie die Zellen jetzt genannt werden, in Richtung Gebärmutter. Nach etwa 4 bis 6 Tagen hat der inzwischen aus vielen gleichen kleinen Zellen bestehende Keim die Gebärmutter erreicht. Wegen seines Aussehens wird er jetzt Maulbeerkeim genannt. In seinem Innern lagert sich Flüssigkeit ein.
Der Keim wird größer. Mithilfe seiner äußeren Zellschicht löst dieser sogenannte Bläschenkeim die oberflächlichen Schleimhautzellen an und gelangt so in die nährstoffreiche Gebärmutterschleimhaut. 1,5 Wochen nach der Vereinigung von Spermium und Eizelle hat sich der Keim komplett eingenistet. Aus den Zellen im Inneren des Keims beginnt sich nun der Embryo zu formen. Nach circa 4 Wochen sind schon die Anlagen für die Augen zu erahnen. Aus diesen stummelartigen Fortsätzen werden sich Teile des Gesichtes und Halses entwickeln. Und im Brustbereich ist schon die Anlage für das Herz zu erkennen. Denn mit einer Größe von 6 mm braucht der Embryo eine eigene Blutversorgung. Über die Nabelschnur steht er mit der Mutter in Verbindung. In ihr befinden sich 2 Arterien und eine Vene. Im Mutterkuchen, der sogenannten Plazenta, werden die verzweigten Ausläufer der kindlichen Blutgefäße vom mütterlichen Blut umspült. Dabei bleiben die Kreisläufe jedoch völlig getrennt. Es erfolgt ein reger Stoffaustausch. Sauerstoff und Nährstoffe gelangen so zum Embryo. Abfallstoffe und Kohlendioxid dagegen werden vom Embryo an das mütterliche Blut abgegeben. Außer den Nährstoffen können aber auch Giftstoffe, wie zum Beispiel Alkohol und Nikotin, durch die Plazenta gelangen. Ebenso wie viele Medikamente und das Kind schwer schädigen. Noch kann die werdende Mutter ihre Schwangerschaft nur vermuten. Ihre monatliche Regelblutung ist jetzt schon 2 Wochen ausgeblieben. Möglicherweise ein Zeichen für eine bestehende Schwangerschaft. Das, was meine jetzigen Phase von der Besuch beim Arzt verschafft ihr Gewissheit. Nun lässt sich auch der voraussichtliche Geburtstermin berechnen. Der Arzt wird die werdende Mutter von nun an betreuen und die Vorsorgeuntersuchungen durchführen. Werden wir sie zu entsprechenden Untersuchungen einbestellen? Zu diesem Zeitpunkt ist der Embryo schon 4 Wochen alt. Diese Aufnahmen aus dem Inneren der Gebärmutter zeigen das bereits schlagende Herz. Gut geschützt, wie in einer Raumkapsel, schwebt der Embryo im Fruchtwasser. Deutlich zu erkennen, wie sich aus den stummelartigen Fortsätzen die Hände entwickeln. Im Alter von 2 Monaten ist der Embryo ca. 4 cm groß. In seinem Inneren sind alle wichtigen Organe angelegt. Ab jetzt wird das werdende Kind Fetus genannt. In der 13. Woche ist das Kind ca. 8 cm groß. Zu diesem Zeitpunkt lässt es sich in der Ultraschalldarstellung schon gut erkennen. Diese Untersuchungsmethode ist zur Kontrolle des Schwangerschaftsverlaufes eine wertvolle Hilfe. Und die Eltern erhalten das allererste Bild von ihrem Kind. Von nur einigen Zentimetern im 3. Monat wächst der Fetus auf über 20 cm im 5. Monat heran. Jetzt hat der Bauch schon eine deutliche Vorwölbung. Es war einmal eine alte Geiß, die hatte 7 junge Geißlein. Und sie hatte in den folgenden Wochen ereignet sich etwas Neues für die werdende Mutter. Jetzt hat sich das Baby bewegt. Wo denn? Sie kann spüren, wie sich das Kind bewegt.
glaube, ja, strampelt ganz schön, ne? Aber das Baby teilt sich nicht nur seiner Umgebung mit, es nimmt auch Eindrücke von ihr auf. So reagiert es zum Beispiel auf Geräusche. Sein Herz kann langsamer oder schneller schlagen. Bis zur Geburt nimmt der Fetus noch einmal stark an Größe und Gewicht zu. Rund 9 Monate nach der Befruchtung ist es dann soweit. Die Geburt kündigt sich an. Ungefähr alle 10 Minuten zieht sich die Gebärmutter zusammen. Die Eröffnungswehen haben begonnen. Sie pressen das Kind gegen den Muttermund, sodass sich dieser aufweitet. Jetzt ist es Zeit für die werdende Mutter, das Krankenhaus aufzusuchen. Bis zur eigentlichen Geburt können aber noch Stunden vergehen. Unter dem wiederholten Druck der Wehen platzt schließlich die Fruchtblase. In der nun folgenden Austreibungsphase kommen die Wehen stärker und in kürzeren Abständen. Diese Presswehen drücken das Kind schließlich durch den Geburtskanal. Der spannendste Moment der Geburt. Das Kind verlässt den Körper der Mutter und erblickt zum ersten Mal das Licht der Welt. Ein erster Schrei, der erste Atemzug. Durch ihn entfalten sich die für das Atmen unentbehrlichen Lungen des Babys. Es beruhigt sich schnell, wenn es auf dem Bauch der Mutter liegt und ihre vertraute Stimme hört. Jetzt ist es wichtig, das Baby warm zu halten, damit es nicht auskühlt. Erste Untersuchungen geben Aufschluss über das Wohlbefinden des Neugeborenen. Dieses Baby wiegt 3500 Gramm und ist 53 cm groß. Später dann, auf der sogenannten Wochenstation, vertieft sich die Bindung zwischen Mutter und Kind. Erst einmal an die Brust angelegt, entwickeln manche Babys einen Riesenappetit. Und nicht selten schlafen sie gleich nach ihrer Mahlzeit ein. Wenige Tage später werden Mutter und Kind nach Hause entlassen. Tinas Schwesterchen ist da. Zwar noch hilflos, ist dieses kleine Wesen doch schon mit allen lebenswichtigen Instinkten ausgestattet. Ein fertiger Mensch, der vor nur 270 Tagen aus zwei verschmelzenden Zellen entstand.